Ich habe heute einen neuen 250.000 Monatsumsatz Award hier bei mir und außerdem zwei geniale Typen, die den abgeräumt haben, nämlich einmal den Nemo und den Tom. Und stellt euch am besten mal vor, was macht ihr, wie habt ihr das hier erreicht? Ja, dann beginne ich mal. Also, Mihailovic Nemanja mein Name, Geschäftsführer der Zofco Consulting GmbH. Mit meinem Partner Tom helfen wir Coaches und Experten dabei, einen YouTube-Kanal aufzubauen, damit sie sichtbarer werden und natürlich qualifizierte Anfragen darüber generieren. Erstmal hallo, danke für die Einladung, gerne, sehr, sehr gerne. Stabil. Ja, ich bin Tom Zofco, auch Geschäftsführer wie mein Geschäftspartner der Zofco Consulting GmbH und gemeinsam helfen wir Unternehmern, Coaches, Experten, sich einen profitablen YouTube-Kanal aufzubauen, einen umsatzstarken Kanal, Vertrauen aufzubauen zur Zielgruppe und Skalierung mit Hilfe von YouTube. Ja, und das macht man ja nicht einfach so. Man wacht ja nicht morgens als YouTube-Experte auf. Deswegen beleuchten wir einfach mal die Geschichte, wie ihr dazu gekommen seid. Wie hat das alles angefangen? Ja, ich habe früher viel Sport gemacht. Da war ich 19, 20, habe ich viel Fitness gemacht. Und dann dachte ich mir so eines Morgens, ja, ich könnte doch auch Videos machen und einfach mal mich aufnehmen, wie ich halt zum Sport gehe, wie ich mich auch ernähre und ein bisschen Tipps geben. Und dann war so die Idee, ich mache jetzt YouTube. Und im Endeffekt habe ich dann über 5 Jahre lang YouTube gemacht. Dann ist er auch dazu gestoßen, 2014. Ungefähr. Und dann haben wir gemeinsam abgerissen. Erzähl, was habt ihr abgerissen? Ja, begonnen hat das mit Fitness-Content. Dann haben wir so, sage ich mal, das Themengebiet erweitert. Dann sind wir so ein bisschen in die Pranks hineingegangen, Comedies. Und das war eigentlich so das Essentiellste. Ich weiß noch ganz genau, wir hatten mal so eine Challenge gemacht, da ist Nemo in Mostar von der Old Bridge gesprungen, die ist ja 25 Meter hoch. Oh mein und Gott. Er hat die ganzen krassen Sachen gemacht. Ich habe die Klicks gesammelt. Einer muss das auf seinen Nacken. 25 Meter, schon krass, also wirklich extrem hoch und ich bin oben gesteckt. Aber ihr wart schon sicher, dass das sicher ist? Also. Naja, no es hat mal geklappt, sag ich so. Es hat mal geklappt. Und ich stand da selber so oben, dachte mir so, wow, also ich mach das nicht, Bro, du musst gehen, alles für die Klicks. Und dann ist alles er gesprungen. So. Das war geil. Okay, und dann habt ihr ja quasi damit einen Channel aufgebaut, das hat einfach funktioniert. Also die Leute haben den ganzen gefolgt und ihr habt dann gecheckt, was so der Algorithmus im Prinzip, wie der Algorithmus in YouTube funktioniert, wie Videos zu funktionieren haben, dass halt eben Leute, die sich anschauen. Genau. Das gehört dann noch alles dazu, wenn man sich so einen Channel aufbaut. Was habt ihr dabei alles gelernt? Boah, es ist natürlich extrem umfangreich. Wir haben ja früher einfach angefangen, einfach Videos zu machen, dann später natürlich zu schauen, okay, wie muss ich mein Video verpacken? Ja, Thema Thumbnail. Wie muss denn das aussehen mit dem Titel, dass möglichst Menschen draufklicken? Dann auch das Thema Videoaufbau, ja, eine richtig geile, starke Hook. Dann wie schaffe ich es auch den Zuschauer von Anfang an bis zum Ende bei Stange zu halten? Dann auch Thema Videoschnitt. Da muss auch alles quasi cutten. Hochladen, Beschreibung hinzufügen. Das waren so viele, viele kleine Eckpunkte, Bausteine, die eben dann dazu geführt haben, dass eben dann diese ganz großen Klickzahlen gekommen sind. Mhm. Viel Trial and Error. Mhm. Ja, ja. Ja, viel Erfahrung in der Praxis über gute 6-7 Jahre, ja. Ein bisschen mehr. Ich habe ja vor dem ersten YouTube-Jahr habe ich jeden Tag ein Video hochgeladen. Das war jeden so mein Tag. Commitment. Ich komme heim von der Arbeit, ich nehme ein Video auf, lade das hoch, gehe ins Gym, komme nach Hause, essen, schlafen. Und das jeden Tag, ein ganzes Jahr lang. Das ist auf jeden Fall schon mal krass. Man sieht mal schon mal, wie so Consistency was ausmachen kann. Ja, ne? Also auf jeden Fall. Wenn man was tut, wenn man das einfach sich committet, jeden Tag was macht, dann, wie du schon sagst, dann macht man eben auch viel Trial and Error und dann lernt man eben auch ganz viel. Wer viel macht, macht vielleicht viel falsch, aber auch sehr viel richtig, ne? Gleichzeitig. Und dann hat man halt eine sehr steile Lernkurve und wird erfolgreich, manchmal einfach nur durch Konsistenz. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast parallel noch gearbeitet, also YouTube war nicht euer Hauptgeschäft. Nein, oder so nein da haben Was wir denn davon nicht leben können. Was habt ihr denn gearbeitet? Zahntechniker. So. Ich war IT-Techniker bei der Telekom. Aber euer Herz hat gebrannt eher für YouTube dann? Ja, wir wollten halt schon immer irgendwie was Eigenes machen, was Eigenes kreieren. Ich wollte immer Superstar werden. Ich wollte immer im Rampenlicht stehen. Sorry, aber ich wollte immer schon Superstar sein und ich dachte mir so, YouTube, das ist meine Bühne, die rock ich jetzt. Ja, hat ja auch gut geklappt, ja. Aber war halt nicht profitabel. Ja. So. Woran liegt das, dass es nicht profitabel war? Weil wir kennen ja hier von dem deutschsprachigen Raum, vielleicht muss man dazu sagen, ihr habt es nicht im deutschsprachigen Raum gemacht, vielleicht erklärt ihr das gleich kurz, aber viele wissen ja, mit einem YouTube-Channel, davon kann man ja auch leben, wenn man eine gewisse Anzahl an Subscribern hat. Warum war das bei euch jetzt nicht so möglich? Ja, damals? Im balkansprachigen Raum
ist halt die Zielgruppe oder sage ich, es ist halt keine Kaufkraft da. Ja, sehr broke viele, ja. Ne? Und dementsprechend mit den Klicks konnte man kaum was verdienen. Ich weiß noch damals bei 2,7 Millionen Klicks, was ich hatte, in einem Monat kam dann der Check, 120 Euro. So, das reicht für ein Essen, für ein Bierchen. Aber eine Familie kann man nicht davon ernähren. Nee, definitiv nicht. Und dann dachte ich mir so, ich stecke da so viel Zeit rein, so viel Fleiß, ne, und wirklich und Ehrgeiz. Und es kommt einfach nichts bei rum. Es gab ein paar Sponsorings. Mhm. Ich weiß noch, damals war ich glaube, MyProtein war der Sponsor von mir. Auch das Prozis, da gab es schon ein paar, aber das waren Peanuts. Aber das waren echt Peanuts. Man konnte davon nicht leben. Und dann dachte ich mir so mit 27, hey, jetzt musst du was machen. So. Was machst du in deinem Leben so? Und außerdem wolltest du nicht immer weiter in der IT arbeiten. Nee, auch nicht. Nee, gar keinen Bock. Nee, wir wollten was Eigenes. Wir wollten irgendwas Eigenes aufbauen. Ihr zwei kennt euch schon ewig, ne? Oder ja, also? Seit dem Kindergarten schon. Wir sind zusammen aufgewachsen, zusammen in der Schule gewesen. So ziemlich alles. Also wirklich alles erlebt gemeinsam. Also wirklich. Da muss man gar nicht groß fragen, wie ihr zu einer Geschäftspartnerschaft gefunden habt. Ihr habt YouTube gemeinsam groß gemacht und dann eben irgendwann die Entscheidung getroffen, gut, wir haben jetzt ein Alter, wir wollen nicht immer angestellt bleiben, sondern wollen uns selbstständig machen. Und ihr hattet keine Sorge oder so irgendwie, dass man damit irgendwie ein sicheres Einkommen dann verliert oder so. Also ich muss YouTube oder mit allgemein? Allgemein, als ihr... Ich muss sagen, ich wollte immer schon was Eigenes machen. Ja. Also ich wusste immer schon bei mir so tief drin, ich bin irgendwie für mehr gemacht. Also viele sagen das, sie behaupten das von sich, aber ich dachte mir echt so damals so, ich bin für mehr bestimmt. Und dann mit dem YouTube-Channel, ne, da war ich auch mega erfolgreich, unter Anführungszeichen. Also ich war schon sehr bekannt, bekannt in Kroatien, Serbien, da kannte mich wirklich jeder. Und ich wusste immer schon damals, ich mache was Eigenes. Mhm. Und bei ihm war es, glaube ich, ähnlich. Also er wusste auch immer selber. Ne? Sein Vater ist auch Unternehmer und bei ihm in der Familie war das schon so vorgegeben eigentlich. Ne? Der Leistungsdruck. Ja, nein, aber im Endeffekt... Für uns war es eigentlich klar, okay, irgendwas möchten wir machen. Mhm. Die Frage war halt einfach nur, was. Ja. Wir haben auch viel ausprobiert. Wir haben Dropshipping 2018 schon mal probiert gehabt, so, dann hat es nicht geklappt. Dann haben wir haben auch Reality-Shows mal probiert gehabt. So. Ja, er hat ja. sich für Bachelor angemeldet. Ich habe mich für Love Island angemeldet. Aber das war wieder so interessant. Weil ich glaube, hätte ich gerne gesehen. Mann. So, er hat die Zusage von Bachelor bekommen, ich von Love Island. Und das war genauso Sekunde, dieser du Zeitpunkt. Du hast eine Zusage bekommen. Ja. Nicht durchgezogen. Nee, Mann. Nee. Oh Mann, warum nicht? Ich dachte mir so, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich gebrandmarkt. Ja. Dann verspiele ich mir vielleicht irgendwas in der späteren Zukunft. Ja. Dachte mir so, nee, ich mache das dann lieber doch nicht. Krass, wenn man sich dann bewirbt und auf einmal denkt man, okay, man kann es werden und jetzt muss man sich dann entscheiden. Ja, aber schau mal, das Problem ist, diese Formate schneiden dich so zusammen, dass du halt wie der größte Depp aussiehst. Also egal, wie du dich dort präsentierst. Ja. So. Und dann hat er abgesagt, bei mir war es genauso. Und dann haben wir gesagt, okay, das macht wenig Sinn. Mhm. Jetzt schauen wir, dass wir was Seriöses, Anständiges aufbauen. Dann kommen wir eigentlich schon zu dem Punkt, der natürlich jetzt auf der Hand liegt. Wie seid ihr denn dann aufmerksam geworden auf uns, auf Baulich Consulting? Das war wirklich ein Glückstreffer. Der Andreas hat mich genau da erwischt, wo ich wirklich ihn am meisten gebraucht habe. Wirklich. Ich habe diesen Podcast gefunden auf Spotify. Irgendwie die Coaching-Revolution. Mhm. Was für eine Revolution? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Und ich habe mir das wirklich am Tag 4 Stunden lang reingehört, komplett reingezogen. Dann YouTube-Videos und über 3 Monate wirklich jeden Tag konstant baulig. Und ich war so gehypt. Ich dachte mir so, das sind die Jungs, die können uns helfen. Das will ich machen. Du warst also direkt Feuer und Flamme. Ich war voll drin. Ich war richtig tief drin. Für mich war das der einzige Weg. So, ich muss irgendwie ins Coaching reinkommen. Er hat mir diesen Podcast dann zugeschickt. Ja. Da habe ich mir auch das Ganze angehört. Bei uns hat es lang gedauert. Es hat ungefähr so 3-4 Monate gedauert. Also wirklich intensiv, wie wir das Ganze konsumiert haben. Und da war für uns die Entscheidung schon klar, okay, wir möchten das mit Baulich Consulting machen. Wobei eine 3-monatige Customer Journey, wie du das gerade sagst, das ist gar nicht mal so lange tatsächlich, weil häufig ist es so, dass beispielsweise Leute erstmal nicht aufmerksam werden durch ein Buch von uns, wie Wissen macht Umsatz oder so. Mhm. Und dann kann es sein, dass das bis zu ein ganzes Jahr so ein bisschen... so vor sich hingehrt, sage ich jetzt mal. Man beschäftigt sich, so wie du das gesagt hast, mit unseren YouTube-Videos, Channels, mit dem Podcast und so weiter und sieht dann halt eben gut, wie viel Expertise da liegt und dann trägt man sich ein für ein Erstgespräch und hat dann nachher sein Strategiegespräch. Erzähl mal, wie das Strategiegespräch dann ablief. Ich meine, du wolltest ja unbedingt ins Coaching. So. Das war dann mit Arben und ich weiß noch ganz genau, der Arben kam da rein in den Call mit mir und Nemo und er sagte so, ich bin Albaner. Und ich so, cool, wir sind Balkan. Das war schon so ein Match. It's a match. It's a match. Richtig geil. Und dann weiß ich noch, meinte er zu mir oder zum Nemo mir, hey Jungs,
bei so viel Abonnenten, da wäre ich schon Multimillionär. Ja. Und dann ich so, Bro, wir kaufen das sofort, komm, sag zu, komm, lass einfach machen. Wir müssen das machen. Ja. So genau, war das für uns. War das, was uns gefällt dazu. Wir hatten zwar eine riesen Reichweite, aber wir haben halt nicht gewusst, wie wir das genau monetarisieren sollen. Ja. Ja, das hat dann Abend euch bestimmt gezeigt, weil deswegen sagt er das, er sagt das nicht einfach so von ungefähr, mit der Reichweite wäre ich Multimillionär, weil er halt einfach weiß, wenn man eine riesige Liste quasi, eine riesige Audience hat, die man quasi bespielen kann, mit die man bedienen kann, für die man Marketing machen kann, dann ist da halt einfach extrem viel drin. Ne? Und dementsprechend hat er das dann dir im Strategiegespräch dann wahrscheinlich auch gezeigt, wie das möglich ist. Er konnte uns ja ganz genau aufzeichnen, wie die Strategie aussieht und was wir genau machen müssen. Mhm. Ich meine, unsere Follower sind ja vom Balkan, also da ging natürlich nichts, aber die Reputation natürlich, die Daseinsberechtigung durch den Growth von dem Channel, die war halt da. Ja. Und das ein bisschen smart halt nutzen und dann vermarkten. Und dann hast du es ja eh schon eigentlich den Weg geebnet. Und das war eben dann der springende Punkt. Ja. Richtig. Wenn man einmal weiß, wie man sich einen YouTube-Channel aufbaut in der Größe, mit dem Expertenwissen und dem, was ihr da alles dabei gelernt habt, dann kann man natürlich mit Rat und Tat anderen zur Seite stehen, die genau das eben auch brauchen, die auch einen YouTube-Channel brauchen. Und mit diesem Angebot seid ihr dann auch im Coaching gestartet. Erzählt mal, wie so der Werdegang lief. Das war ein bisschen anders. Ein bisschen so. Holprig. Holpriger Start. man hat uns ganz genau gesagt, was wir tun sollen. So. Aber wir waren halt dann der festen Überzeugung, nö, wir machen es anders und wir wissen es besser. Die verstehen uns nicht so ganz, die wissen nicht, was wir eigentlich denen mitteilen möchten und wir machen es selber. So, das hat dann gute 9 Monate gedauert. Bis war echt eine schwere Geburt. Bis wir dann einfach stumpf das übernommen haben, was man uns auch aufgeteilt hat oder zugewiesen hat. Ja. Und dann hat es ziemlich schnell geklappt. Ja. So. Also ich empfehle jedem, wirklich stumpf das Ganze umzusetzen. Sich nicht selbst im Weg zu stehen. Es ist bewährt, vielleicht mal sein eigenes Ego und sein eigenes Denken ein bisschen runterzuschrauben. Ja. So, weil dafür kommt man ja auch in ein Business Coaching. Man sieht ja schon im Interview, dass ihr beide ein sehr starkes Selbstbewusstsein habt. Zu Recht auch, ihr habt ja auch schon einiges geleistet. Ne? Danke. Aber nichtsdestotrotz, ich sage das, weil es manchmal auch wirklich hinderlich ist. Und deswegen haben wir auch in unserem Training einen eigenen Kurs dazu aufgebaut, dass man auch in gewisser Hinsicht sich coachbar machen können muss. Ja, man muss hier oben auch mal sagen, ich muss auch mal mein Ego an gewisser Stelle zurücklegen, weil ich meine, immerhin habt ihr das Geld investiert, ihr seid ins Training gegangen, ihr wollt ja damit auch Erfolge erzielen. Wenn man dann anschließend aber denkt, ich mach's doch so, wie ich das denke, dann dauert's am Anfang eben. Und dann auf einmal nach 9 Monaten, wo ihr dann gedacht habt, okay, wir haben es jetzt 9 Monate auf unsere Art und Weise probiert, jetzt setzen wir doch mal das um, was uns gesagt wird, das hat sich dann verändert. Also wir haben dann direkt so erste Monat 2.000, dann 5.000, 10.000 Euro, dann schon geträumt, Villa in Dubai. Dann haben wir schon dann London-Reise gemacht, über eine Woche waren wir dort. Es ist dann echt ziemlich schnell. Es ging dann richtig schnell. 10.000, nächsten Monat 20, 30. Ja. Im November haben wir dann 100.000, 2021 November. Was waren denn die wesentlichen Learnings, die das quasi dann für euch... So, also für mich die wesentlichen Learnings waren, einfach umsetzen, was die sagen. Es war ein Learning, Vertrieb zu lernen, zu meistern, wirklich auch einen Systemvertrieb zu implementieren, genauso auch das Fulfillment zu systematisieren und natürlich auch Marketing zu beherrschen, also auch Neukunden zu gewinnen, also wirklich Anfragen zu generieren. Das war eigentlich der springende Punkt, weil wir saßen da und dachten, es kommen keine Kunden. Aber woher sollen die denn kommen? Du musst ja was machen dafür. Vom Himmel fallen. Die werden nicht von selber kommen. Ja. Das heißt, du musst auch was machen dafür. Cold Calls, Akquise, rausgehen und Gas geben einfach. Und das war für mich auch ein Learning. Du musst alles dafür machen, wenn du was haben willst. Ja. Aber ich meine, wir hatten ja gar keine Vorkenntnisse. Ja, gar nichts. Das heißt, wir sind ja einfach reingekommen ins Coaching und haben dann gesagt, okay, gut, erst wollten wir selber probieren, hat dann nicht so geklappt. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt setzen wir das Ganze einfach ganz stumpf um. So. Das heißt, im Endeffekt wirklich alles, also qualifizieren, setten, sehr wertvoll für uns gewesen. Ja. Auch, dass man Skripte hat, die sich bewährt haben, weil mit den Skripten hast du halt doch diese Sicherheit, zu wissen, okay, egal was passiert, es gibt immer, sage ich mal, da verschiedene Leitfäden in einem Skript, gibt es ja wieder verschiedene Möglichkeiten. Das hat uns viel geholfen, auch dieses hochpreisige Mindset. Da muss man einfach sagen, für uns war früher so 10.000 Euro, so auch kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Wir waren ja selber noch angestellt. Ja. So. Und dann, jetzt sind 10.000 Euro auch nicht mehr vorstellbar, weil es halt für uns dann heißt, dass wir Insi-Modus. Insi-Modus. So, jetzt kann man sich das auch nicht mehr vorstellen im anderen Sinne. Ja. Ja. Wirklich krass. Ja. Also es ist schon erstaunlich, in welcher kurzer Zeit man eigentlich so seine Erwartungen übertreffen kann, wenn man halt wirklich Dinge umsetzt,
die bewiesenermaßen funktionieren. Einfach mal Gas geben, einfach mal wirklich nicht viel labern, einfach mal sich hinsetzen und Gas geben und umsetzen, wirklich. Und dann, du kannst in so kurzer Zeit so viel erreichen, das ist unglaublich. Und mit der richtigen Coaches an der Seite geht es dann nochmal viel schneller. Ja. Ist ein richtiger Multiplikator. Ja, und das geht dann brutal. Immer wertvoll, wenn man auf jeden Fall einen Mentor hat. Ne? Definitiv. Weil wenn man es dann, wie gesagt, selbst versucht, sogar wenn man sich vorher einen Mentor dann gebucht hat, dann doch nochmal selbst versucht, dann zum Scheitern verurteilt. Ne? Wirklich so, ja. Wir kennen es ja von unseren Kunden. So im Nachhinein haben wir jetzt auch Kunden, die buchen bei uns. Ja. Aber man muss halt immer da Einwand behandeln, weil die sind nicht coachable und die wollen es selber machen. Gibt's, ja. Wieso sollten wir es nicht so machen? Also ich weiß jetzt, wie sich's anfühlt, weil wir haben jetzt selber, ich glaube, jeder, der ein eigenes Business hat oder ein Consulting anbietet, hat solche Kunden mal. Die einfach nicht coachable sind. So. Weil wir drehen den dann schon wieder um und coachen. Ja, erzählt mal weiter dann ein bisschen von der Praxis, wo wir gerade beim Thema sind. Wie helft ihr denn den Leuten da draußen eben sich einen am besten profitablen YouTube-Channel nachher aufzubauen? Also auf der einen Seite beraten wir unsere Kunden. Das heißt, wir zeigen wirklich von der Pike quasi auf, wie sie einen Kanal erstellen, wie sie wirklich auch die richtigen Themen finden für die Zielgruppe, weil häufig sehe ich einfach viele Menschen, also viele Unternehmer, die machen Videos und die verfehlen das Thema komplett an der Zielgruppe. Und dann natürlich auch wichtig, dass du Content machst, der dein Coaching verkauft. Also du hast viele Leute, die machen Videos und coachen kostenlos über YouTube. Und da musst du eben herausfinden, wie schaffst du es mit deinen Inhalten, den Zuschauer wirklich neugierig zu machen auf mehr, auf ein Erstgespräch. Dann auch das Thema natürlich auch Verpackung. Das heißt, du musst Thumbnail-Titel meistern. Ist wirklich ein schwieriges Game. Jetzt nach knapp 10 Jahren Erfahrung ist es für uns natürlich gar nichts. Ne? Also wirklich ein Kinderspiel. Aber gerade so für die ersten Kunden, für die Anfänger, ist es schon ultra wichtig auch zu verstehen, wie muss ich ein Video jetzt richtig verpacken, damit eben die Klickrate hoch ist, dass auch eben Menschen draufklicken erstmal. Das ist ja nicht nur ein Thumbnail, sondern auch der Titel. Das ist oder beides Thumbnail, zusammen. Das ist ja auch beides. Thema. Es ist ja, es hängt vom Thema ab, schon Thema, Titel, Thumbnail. Und natürlich auch dahingehend dann schauen, so wie baue ich auch die Videos auch so systematisch auf, dass sie quasi aufbauen, wie so ein kleiner Funnel quasi, im Funnel. Ne? Und da eben unterstützen wir auch unsere Kunden und zeigen ihnen exakt, wie sie wirklich von Anfang an von Null starten und das auch teilweise ohne große Reichweite, es schaffen, wirklich heiße Anfragen zu gewinnen. Du hast gerade, das haben wir so verpacken wie ein Funnel gemeint, das wissen viele Leute vielleicht draußen nicht, was ein Funnel ist. Ne? Vielleicht erklärst du das mal kurz ein bisschen. Du musst dir vorstellen, wie so ein Trichter. Ne? Also oben kommen ja viele Leute rein und dann versuchst du durch die Videos einen Teil der Leute auch abzustoßen, bewusst, weil du willst auch nicht jeden haben, und mit den Videos quasi immer tiefer sie reinzuholen, diese mentalen Opt-ins, bis sie dann quasi bei dir rauskommen. Und dein perfekter Kunde sind im Prinzip, ne? Ja, mit einem mentalen Opt-in. Das ist auch wieder so eine Sache. So. Genau, das ist im Endeffekt ist das Ziel einfach, okay, die gehen auf YouTube. YouTube ist in erster Linie halt die zweitgrößte Suchmaschine. Das heißt, jeder, der YouTube öffnet, hat ja irgendwo einen Bedarf. Deshalb gehen sie dorthin. Die Videos haben das Ziel, einfach Neugierde zu erzeugen und natürlich dann auch den Bedarf zu wecken, mehr zu erreichen. Ja. So. Klar wird dann selektiert. Ja, man hat vielleicht am Anfang viele Klicks. Am Ende hat man nur eine Handvoll Leads. Ja. Leads sind Anfragen, so falls man das erklären muss. Das wissen viele. Genau. Und wenn man ein hochpreisiges Offer hat, dann ist es halt doch ziemlich lukrativ. Mhm. Ja, weil wir arbeiten organisch. So, wir nutzen auch jetzt kein Budget für Werbeanzeigen oder sonst was. Und das funktioniert. Ja. Was an der Stelle ganz interessant ist, weil das hast du eben auch gesagt, Klicks oder man kann es auch Hits nennen, How Idiots Track Success, ne? Heißt nicht mal unbedingt, dass man enorm viele Klicks braucht, um einen profitablen Channel zu haben, sondern im Gegenteil, du hast ja eben gesagt, man muss auch Leute abstoßen, weil du willst am besten, dass Leute deine Videos gucken, die auch potenziell Kunden von dir sein können. Wir haben ja verschiedene Kundenzweige. Wir haben ja natürlich, wir haben Kunden, die haben ein B2C-Angebot, also eher für die breite Masse. Ja. Da gehen wir voll auf Klicks, maximal Reichweite, Empfehlungen über YouTube, ne, Videovorschläge. Super geil, ja, funktioniert so. Aber im B2B, wenn du ein B2B-Offer hast, du hast ultra was Spezifisches, dann willst du ja auch nicht viele Klicks haben. Du willst ja bewusst nischig bleiben. Du willst bewusst alle abstoßen, nur die Leute haben, die auch wirklich dein Kunde sein können. Ja. Und da haben wir Kunden, die haben so ein paar tausend Subscriber, machen aber mehrfach sechsstellig im Monat. Ja. Und vor allem im Coaching-Markt finde ich halt YouTube mega spannend, weil einfach Coaching ist nichts Greifbares. Und über Videos kannst du eben wunderbar dafür sorgen, erstens mal Verständnis aufbauen zum Produkteigenen,
Vertrauen aufbauen, Einwände vorwegnehmen etc. Mhm. Das geht dann, rutscht dann super über YouTube-Videos. Mhm. Ja. Und was du eben ja auch gesagt hast, was ganz wichtig ist, was viele vielleicht auch falsch machen, ist, dass sie im Prinzip ihr Coaching ja komplett über YouTube anbieten, weil sie eben keinen Plan haben, nicht wissen, welchen YouTube-Content man am besten ausspielen kann. Richtig. Das ist etwas, was man bei uns im Training auch lernt, ne? Wie man eben welche Videos man auch in welcher Reihenfolge, in welchem Content-Plan man Videos veröffentlicht, ohne dass man komplett das ganze Wissen, was man hat, kostenlos zur Verfügung stellt, sondern eben, wie du es schon eben gesagt hast, eben Aufmerksamkeit generiert, Einwände vorwegnimmt und dann eben Leute weiter dann für das Produkt am Ende zu begeistern. Definitiv, also machen wir genauso. Ja. Geben auch den Kunden das genauso weiter. Das ist Nein, ich meine, im B2B ist es halt auch wieder so, du hast halt mehrere Akquise-Möglichkeiten. Ne? Ja. Die meisten machen halt Cold Calls oder die schalten Werbeanzeige und wenn ich jetzt Interesse habe, dann werde ich logischerweise nach dir googeln. So, ein YouTube-Kanal ist halt wie eine Aufwärmstation. Mhm. So, die schauen sich's an, Vertrauen wird aufgebaut, dann Einwände entkräftet, Expertise untermauert, also. Ja. Ich sage immer so, das, was ihr quasi damals bei uns auch gefunden habt. Richtig. YouTube-Channel, und so weiter. Eins zu eins. Ich finde nochmal eben Video stärker, es ist auch visuell, du siehst die Person. Ja. Das ist viel so greifbarer einfach, die Person dahinter, ne? Und bei uns ist wirklich so, YouTube-Leads sind wirklich wie Bestellungen aufnehmen. Ne? Mhm. Der kommt in den Sales Call, der weiß alles schon und bucht sofort. Ja. Das ist halt super, super entspannend. Ne? So entspannend. Ja, die Leute lernen einen ja auch kennen. Das ist krass. Ich habe mich ja in Vorbereitung für dieses Interview, habe ich mich ja auch mal über euch informiert und habe euren Kanaltrailer gesehen. Da hast du eine berührende Geschichte ja auch erzählt, dass dich jemand unbedingt sehen wollte. Weil das erinnert mich gerade daran, dass Leute dich ja sehen auf YouTube und mit dir einfach dann auch eine Connection aufbauen können, weil sie dich, deinen Charakter sehen, so wie du bist, ja. Und manchmal weiß man gar nicht, wie man Leute da draußen sogar berührt und wie wichtig man mit der Leuten ist. Ja, ich habe da auf jeden Fall viele krasse Stories. Also heute noch kommen zu mir Leute und sagen zu mir, Tom, ich kenne dich noch von früher, vor 6, 7 Jahren. Du warst für mich wirklich Motivator für Fitness. Nur wegen dir mache ich heute Sport und bin da, wo ich bin. Also das ist voll krass. Das hat voll den Impact. Ja. Das ist ein schönes Ding an YouTuber, auch generell an der ganzen Coaching-Branche, dass man eben so einen Einfluss eben auf Menschen haben kann, einen positiven Einfluss für deren Leben hat. Das ist das Schöne daran. Ne? Definitiv, Ja, ich glaube, dass YouTube oder allgemein Videos einfach essentiell wichtig sind mittlerweile. Mhm. So, weil man hat so viele Coaches draußen, man hat so viele ähnliche Angebote. Und wichtig ist halt auch, dass man irgendwo die Person oder die Persönlichkeit selber ein bisschen in den Vordergrund bringt. Ja. Mhm. So. Cool, nachdem wir jetzt YouTube und das, was wir thematisch machen, ein bisschen besprochen haben, gehen wir weiter. Ihr habt ja nicht bei uns geendet mit dem Einstiegsprogramm, sondern ihr seid dann weiter ins Geschäftsführertraining und dann ins CCX. Erzählt mal, wie dann der Werdegang so weiterging. Was haben euch die neuen Trainings sozusagen gebracht? Also sehr viel hat mir das Geschäftsführertraining geholfen, insofern, dass ich halt nicht wusste, okay, wie geht man mit Mitarbeitern um. Mhm. So, das ist halt auch wieder so eine ganz eigene Thematik im Unternehmertum, wenn man jetzt so zu zweit ist, okay, man kennt sich, man weiß, man ist eingespielt, aber sobald das Team wächst, ist, sage ich mal, Mitarbeiterführung und die Kommunikation mit ihnen doch ein sehr essentiell wichtiger Baustein von dem Erfolg. Ja, auf jeden Fall. Weil skalieren kann man halt wirklich nur mit guten Mitarbeitern. Mhm. So, das heißt, das war für mich sehr... Warum? Ja. Naja, die Sache ist... Erzähl mal, warum das so ist. Ja, klar, ist ich gerne so. Wenn man halt mit den Mitarbeitern nicht richtig kommuniziert oder nicht mal... Es beginnt ja schon, okay, welchen Mitarbeiter setze ich für welche Aufgabe ein oder in welchem Bereich setze ich ihn ein. Ja. So. Im Vertrieb brauchst du halt jemanden, der monotone Arbeiten einfach immer wieder wiederholen kann. So. Ja. Social Media muss jemand kreativ sein. So, das heißt, du musst ja mal wissen, okay, wie ist denn die Person, damit ich sie überhaupt in die richtige Position einsetzen kann. So, da hat uns auch das Recruiting-Training von euch viel gebracht. So, also wir haben uns wirklich ganz strikt, so aus diesem Fehler mit den 9 Monaten haben wir gelernt. So, Personalities. Das, genau, haben wir es wirklich einfach umsetzen. Wirklich einfach ganz strikt umgesetzt. So, aber auch zum Beispiel, okay, wann ist denn ein Mitarbeiter jetzt wirklich profitabel? Wann performt er denn? So, also diese ganzen Kennzahlen, die wir hier auch bekommen, zu sagen, okay, das sind jetzt zum Beispiel Anwahlversuche am Tag, die realistisch sind. So sollte jetzt, sage ich mal, die Closing-Rate sein. So, in welchem Bereich befindet man sich? Also all diese Punkte, die halt einfach wie so mal nach Zahlen auf den Tisch gelegt werden und die wir halt einfach so für uns genommen haben. So auch das CCX mit dem Fließbandprozess war für uns auch sehr wertvoll, jetzt wo wir die Dienstleistung anbieten.
Was ist umso wichtiger? Will ich kurz mal erklären, was mit diesem Fließbandprozess halt eben gemeint ist. Also ihr habt ja eine Expertise im Bereich, wie baut man sich einen YouTube-Channel auf. Und jetzt kann man, wenn man neue Mitarbeiter einstellt, kann man ja nicht diese Mitarbeiter zu Klonen von euch machen. Sondern weil das braucht man 8 Jahre oder mehr Expertise für. Aber was man machen kann, ist, man kann all das Wissen und all das, was man ja selber tut, ja, in Teilschritte unterteilen. Richtig. Du hast ja eben gesagt, wenn man ein Video macht, braucht man erstmal einen guten gutes Thema, guten Videotitel. Richtig. Man braucht ein Thumbnail und man kann halt diese Teilschritte, die man benötigt, aufteilen in kleine Häppchen und dann quasi Mitarbeiter auf einen einzelnen Schritt davon eben geben. Ja. Zum Beispiel einen, der Social Media gut designen kann, der könnte für Thumbnails zuständig sein. Der weiß dann alles, was wichtig ist, damit man ein ansprechendes Thumbnail im Zusammenhang mit einem Titel hat. Und man hat dann kleine Profis quasi in all diesen verschiedenen Bereichen. Dann hat man ein sogenanntes Fließbandsystem. Das kann man ja in allen Bereichen machen, also für die Dienstleistungserbringung, aber auch natürlich für den Vertrieb, ist ja auch im Prinzip ein Fließbandsystem, was dort abläuft. Und das ist natürlich etwas, was wir in dem Geschäftsführertraining vermitteln und was da dann auch sehr gut umgesetzt wird und dann auch zu dieser Skalierung eben führen kann. Weil wenn man auf einmal ganz viele neue Anfragen bekommt und ganz viel bedienen muss, dann kann man das alleine zu zweit nicht mehr leisten. Dann braucht man eben dieses Fließband wie in einer Fabrik, wo man halt immer wieder dieselbe Qualität ausgeben kann, weil man immer die einzelnen Profis an den Stellen hat. Für mich war das mega Learning, weil ich war immer von der Meinung überzeugt, so, ich bin der Profi, das kann niemand so machen wie ich. Mhm. Das war ein riesiger, riesiger Mindset-Fehler von mir. Und erst dann durch das GF-Training wusste ich, ich kann das einfach unterteilen in Schritte, kann Mitarbeiter einstellen, kann sie ausbilden und kann mich ja zum gewissen Teil ein bisschen rausnehmen und mehr ins Marketing reingehen. Mhm. Weil ich weiß noch damals, die ganzen Gespräche, 1-zu-1-Calls, ich bin ausgebrannt fast. Also ich habe nur jeden Tag Calls gemacht. Mhm. Und dann irgendwann Mitarbeiter, er macht die Live-Calls 2 Stück in der Woche. Dann Thema Videos cutten, Thumbnails machen. Ich konnte alles Stück für Stück abgeben und konnte mich ein Stück weit rausnehmen. Ja. Und die richtig wichtigen Dinge auch machen. Dann Marketing, Vertrieb und da weiter wachsen mit dem Unternehmen. Das ist ja der nächste Grund, warum man das tut, eben weil man ja als Geschäftsführer von einem Unternehmen dann auch wieder in der Lage sein will, jetzt wo man so groß ist und so viele Kunden auch hat. Und dann hat man ja auch nur eine bestimmte Stunden am Tag, die man an Zeit investieren kann. Da muss man eben gucken, dass man sich zurücknimmt, dass man Aufgaben abgibt, delegiert, die Qualität trotzdem richtig gut bleibt. Die muss passen. Und man kann dann wieder am Unternehmen arbeiten. Ja. Und das ist eben wichtig. Ich glaube, das ist ein Problem für viele, die halt ein gut funktionierendes Business haben, aber halt nicht Zeit haben, am Unternehmen zu arbeiten, um es weiter auszubauen, weil sie halt im Tagesgeschäft einfach gefangen sind. Mhm. So. Da ist halt zum Beispiel GF und das CCX für mich persönlich war es eine sinnvolle Investition. Definitiv. So. Wie hat sich das denn in euren Umsätzen niedergeschlagen seitdem? Ja. Das kann er gut erzählen. Das war der Mann für die Zahlen. November war das jetzt, oder? Wo wir den 200. Nein, das war im Oktober tatsächlich. Oktober haben wir 258.000 Euro Umsatz gehabt, Monatsumsatz. Das war für uns der stärkste Monat. Aber im Endeffekt sind wir so zwischen 100 bis 150, so in diesem Bereich, konstant. Mhm. Und ja. Und die Story war aber auch spannend zu diesem Umsatz. Wir waren beim Excellence Day hier in Koblenz und dann frage ich den Andreas so quasi, was können wir noch machen? Was können wir noch machen, um noch mehr Umsatz zu machen? Ja, mach doch einfach Done for You. Also, okay, passt. Was ist Done for You? Erzähl das mal. Full Service im Prinzip. Das heißt, der Kunde nimmt das Video auf, der schickt das uns, wir cutten das, laden das hoch, machen Thumbnail, Titel und machen das quasi ready für YouTube. Und in dem Monat, ich weiß noch ganz genau, waren direkt 5 Bestandskunden Upsell gemacht auf ein ganzes Jahr, Done for You, instant. Ja. Mhm. Und dann war eben dann der stärkste Monat die 256.000. Ja. Nur weil diesen einen kleinen Ding uns gegeben hat. Tipp. Ja, und das hat alles gesprengt. Und also hat alles heftig. So schnell kann es gehen. Und das kann man natürlich auch weiter aufbauen, weil das ist ja der grundsätzliche Unterschied zwischen Coaching und Agentur. Als Coach berät man ja andere Unternehmen, die müssen selbst umsetzen. Wenn man aber als Agentur einen Done-for-You-Service anbietet, dann ist es eben so, dass man, klar, die Videos, weil die Personen müssen ja vor der Kamera stehen, ne, müssen auch selber geschossen werden, aber man cuttet das, man macht die Thumbnails, wie du es gerade erklärt hast, und kümmert sich auch um Videotitel, man kann das noch weitermachen, man kann sogar Skripte für Videos schreiben, sodass dann die Person quasi nur noch ausführende Kraft ist, für die man der Kunde, und der ganze Rest wird einfach von euch verlegt. Ist natürlich, Done for You,
ist etwas, kostet nochmal mehr Zeit, da brauchen wir wahrscheinlich auch nochmal mehr Mitarbeiter, aber man hat natürlich nochmal einen ganz anderen Preispunkt für so ein Done-for-You-Geschäft. Das ist ja eine komplett andere Nummer, man hat viel mehr Zeit investiert, das für einen zu erledigen, als wenn man eine Beratung im Prinzip verkauft, die man ja auch systematisieren kann, wo man auch teilweise das in E-Learning-Format mit Videos abdecken kann. Also auf jeden Fall ein großer Hebel. Und das Gute ist ja, wir kommen ja aus der Praxis. Also ich musste auch damals Videos selber schneiden, selber Thumbnail machen, Titel machen. Also alles, was wir heute machen, ich kann es auch selbst. Und deswegen, ich kann es auch dann quasi abgeben, Mitarbeitern, genau. Ja. Und dementsprechend, weil das für uns ein Riesenhebel und seitdem das jetzt so läuft, ist das eigentlich optimal. Ja. Dann for you und Coaching in Kombination ist halt super geil. Ja. Wir empfehlen auch ganz häufig, wenn Leute anfangen, dass man es erstmal als Agentur aufbaut, ja, als Agentur startet. Man hat dann erstmal einen höheren Preispunkt und man hat dadurch natürlich vielleicht auch eine kleinere Zielgruppe an Leuten, die sich das leisten können. Aber häufig ist es so, wenn Leute dann in ein Gespräch kommen und sagen, ja, gut, wie viel kostet das denn, dass ihr das für mich macht? Dass man sagt, jo, das ist so und so der Preispunkt, ist nicht so ein Budget, aber dann kann man häufig dann auch nochmal sagen, gut, wenn das jetzt nicht ein Budget ist, haben wir aber noch ein Coaching, das musst du nur selber umsetzen, aber ansonsten bieten wir das eben an. Ist also auch ein guter Weg, um zu starten, sage ich jetzt mal, mit einem Agenturgeschäft. Ihr habt es jetzt andersherum aufgebaut und damit nochmal einen großen Wachstumssprung einfach hingelegt. Das ist ein großer Hebel gewesen für uns. Wir haben halt viele Bestandskunden, die haben bei uns das Coaching gemacht, weil wir halt kein anderes Offer hatten, wo wir dann gesagt haben, okay, wir bieten jetzt auch eine Dienstleistung an, haben die sofort zugesagt. Sofort zugeschlagen. Ja. Weil die kennen unsere Arbeit, die wissen, welchen Mehrwert wir liefern und dann ist es halt ziemlich einfach, Bestandskunden ins Done4You rüberzugeben. Ja. Super. Super. Cool. Jetzt seid ihr ja am Wochenende ja auch hier beim CCX-Tag, nehmt wieder hoffentlich viele neue Learnings mit, die euch dann auch weiterhelfen. Was sind denn so für eure Ziele jetzt in dem Jahr, im noch jungen Jahr 2024? Im jungen Jahr 2024. Ja, also was wir auf jeden Fall schaffen wollen, ist doch wirklich konstantes Level zu halten von so 250k pro Monat durch konstant zu halten. Natürlich gerne auch mehr. Also du musst an nichts denken, du musst dich gedanklich schon auf deutlich mehr vorbereiten als die 250. Das machen wir schon, wir träumen schon davon. Das sind ganz große Summen. Sümmchen. So. Ich meine, man muss halt bedenken, dass wir auch wirklich die Umsätze nur durch Kaltakquise generieren. Also wir schalten ja auch gar keine Werbeanzeigen. Wir beginnen erst jetzt. Das damit. Kommt erst jetzt. Aber wir haben wirklich alles über Kalt, also Cold Callings und halt E-Mail-Akquise gemacht. Ja. Also wieder ein Beleg auch dafür, dass Kaltakquise hervorragend funktioniert. Natürlich. Von Tag 1 weg haben wir eigentlich immer nur Outbound-Leads generiert. Outbound-Leads heißt, dass für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was Outbound heißt, dass wir aktiv auf die Person hingehen und ihnen unsere Dienste, Service, Coachings, wie auch immer anbieten. Mhm. Und das Gute ist auch, wenn du gute Arbeit machst und die Kunden sind auch happy, sie kommen, kaufen einmal, kaufen zweimal, dreimal, und das ist auch wieder Umsatz, so gesehen. Also, Bestandskundengeschäft auch mega wichtig. Ja, Bestandskundengeschäft. Das darf man nicht vernachlässigen. Ein Riesenhebel gerade natürlich schon, wenn man viele Kunden am Anfang gewonnen hat, später einfach ein Riesenhebel, um dann nochmal Umsatzsprünge hinzulegen. Definitiv. Das machen wir genauso. Das ist auch ein Learning. So, das erste Jahr haben wir fast gar keinen Fokus gehabt auf Bestandskunden, auf Upsells, sondern immer wieder neue Kunden reinzuholen. Und haben wir auch aus diesem Fehler gelernt. Auch gecheckt. Aber die 500.000 Euro, also der nächste Award im Monat, die sind auf jeden Fall angepreist. Auf jeden Fall. Der wird auch kommen. Mindestens. Der wird kommen, sowieso. Das ist nur eine Frage der Zeit. Der gehört uns. Sehr, sehr schön. Ich denke, da haben wir einen super Einblick bekommen in eure Arbeit. Wenn jetzt Leute da draußen sind und denken, okay, im YouTube habe ich vielleicht ein bisschen vernachlässigt, würde ich auch mal gerne wissen, wie ich mir da einen Channel aufbaue. Entweder für B2C-Kunden oder für B2B-Kunden, je nachdem, was gerade euer Markt ist. Wie findet man euch denn dann und wie kann man euch kontaktieren? Bucht einfach eine kostenlose YouTube-Analyse unter www.tomzofko.de/analyse. Dann starten wir auch mit deiner YouTube-Karriere. Hervorragend. Und wenn du Coach, Berater, Dienstleister, Agenturinhaber bist und du möchtest auch eine Erfolgsstory schreiben, würdest gerne deine Umsätze steigern, dann geh doch auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch bei uns. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier wart. Das war ein sehr cooles Interview. Ja, Spaß gemacht. Vielen Dank. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dann.